Jo, der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, ich habe versucht, mit den Release-Tagen rumzuspielen. War eine Kackidee. Ne? Von Herzen gibt's wieder montags Satisfactory. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Hier ist Grünzeug in meinem Weg. Na gut, ist das halt so. Wo waren wir denn gerade bei? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich weiß es wieder. Wir wollten Kohle holen, weil wir Stahl herstellen wollen. Alles wird besser mit Stahl. Also würde ich sagen, wir verlieren hier gar nicht groß Zeit. Bauen hier einmal so ein Fuddel drumherum. Und düsen gleich weiter Richtung Base. Ich hoffe, ich kriege den Weg noch halbwegs geschissen. Und vor allem so, dass das hier nicht ganz blöd aussieht. So, Strom nehmen wir auch gleich mit. Komm her hier. Schwupp. So, na nicht ins Förderband. Hallo. Nur Scheiße hier. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wir müssen da tatsächlich außen rum. So. Ich wollte gerade sagen, na, kommt zwar hinterher, aber ja, tut es. So, wir müssen... Ja, ist unglaublich, ne? Also beim ersten Mal kommt mir der Weg ja immer relativ weit vor, aber am Ende geht's eigentlich. Ne? Also die Strecke, die hier jetzt vor uns liegt, ist irgendwie doch überschaubar. 500 Meter wirkt immer erstmal so viel, aber ist dann doch recht fix gemacht. So. Oh. Na, so viel dazu. Ja, wirkt nicht so viel, ist auch viel. Scheiße. Besondere Scheiße. Aber das kriegen wir hin. Erstmal nehmen wir hier so eine nette kleine Muffelbeere. Nom nom nom. Mitgenommen. Und irgendwas haucht mir hier schon wieder ins Ohr. Das finde ich, glaube ich, nicht cool. Ja, ich glaube, das sind die beiden da hinten. Ne? Du willst Stress? Ha, sitzt du da unten. I've got the high ground, Anakin. Aber komm da auch nicht ran, scheiße. So. Oh shit. Das war ja wohl nichts. So. Da ist ein Kumpel gleich. Upsala. Na, wo bist du hin? Und er liegt. So, schon ist Ruhe. Wo ist mein Förderband? Ja. Yeah. Lass mich darauf. So. Nehmen wir mit die Himbeere und dann geht's auch schon hier runter. Ich hoffe, das Fließband reicht. Wenn nicht, geht's halt so. Na, es ist zu lang, wa? Nee, zu teuer. Scheiße, ich habe keine Eisenplatten mehr. Oh, renn ich jetzt echt nochmal deswegen los. So, und du, Keule, jetzt mal... Wow. Keule hat noch einen Kumpel dabei. Das finde ich ja uncool. Zack. Hat Keule mal einen Kumpel gehabt. So, da ist schon unsere Pumpe. Es ist ja ein Auf und Nieder hier denn. Krieg ich das darüber gespannt? Das wäre total geil. Das wäre der Shit. Das möchte ich haben. Aber erstmal brauchen wir leider wieder ein paar Eisenplatten. Wie sieht es denn generell so aus? Ich habe ja auch keine Ordnung in meinem scheiß Inventar, ey. Das muss ich echt mal irgendwie ändern. Das geht so gar nicht. Und einfach mehr Inventar wäre, glaube ich, auch geil. Und so ein Autowagen. Ich glaube, ich will so einen Autowagen haben. Damit ich hier mal vernünftig durch die Gegend eiern kann. Da sind auch diese längeren Strecken überhaupt kein Problem mehr. Zack. Und mein Handy gibt hier schon wieder keine Ruhe. Mann, 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 Mann. Der Müller, ey. Nie kann er sich mal vernünftig vorbereiten. Zack. Ja, moin! Was machst du denn hier? Sonst hast du keine Sorgen? Ja, Gesundheit. Alles cool. Gönn dir hart. So, hier ist nur Schrott drinne. Den muss ich echt langsam mal wegreißen. Hier sind die drinne. Wo ist denn... Wo sind denn meine Eisenplatten, wenn ich doof? Hier hinten. Das sind Eisenrohre. Das sind Schrauben. Dann sind hier Platten. Zack. Gib her den Scheiß. Wie?
So wenig? Hier ist voll. Sehr schön. Ja, natürlich ist hier voll, aber hier ist irgendwie nicht leer. Gut, bringen wir den anderen Stuff erstmal weg. Unser Biotreibstoff braucht wahrscheinlich immer Nachschub. Und ich glaube, dem gönnen wir auch gleich mal. Nee, gönnen wir nicht. Wir machen das per Hand. Da habe ich jetzt nicht das Problem mit. Das geht ja relativ flott. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal Biotreibstoff da. Können wir erstmal den ganzen Schrott hier loswerden. Ja, natürlich ist mein Inventar jetzt voll. Und hier ist leer. So. Gut, weiter geht's. Feuer frei. Da muss ich echt mal drauf aufpassen, dass ich diesen Biotreibstoff immer schön voll halte. Damit ich das immer als kleine Notreserve dabei habe. Weil wenn das ausfällt, dann muss ich die Pumpe und alles wieder ins Rennen bringen. Da bin ich hier eine ganze Weile bei. Das wäre ganz schön scheiße. Deswegen, am liebsten hätte ich eigentlich komplett nur Kohle. Und für den ganzen anderen Scheiß am liebsten wegreißen. So, können wir hier noch aus Holz? Wie schaut's aus? Ja, ein bisschen was ist drin. Zack. Und wenn wir dann schon dabei sind, können wir auch gleich mal die Generatoren volljagen. Und dann wird auch ein Schuh draus. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal einen Stack voll kriegen. Das ist ja schön. So. Dann läuft das schon mal. Dann füllen wir einmal die Generatoren auf mit... Oh. Wie lange brennt ihr noch? Ihr brennt aber noch eine Weile. Oh, 70 ist nicht mehr so viel. Der ist leer. Da ist auch noch kaum was drin. Ich glaube, ich baue bei Zeiten einfach einen dritten Generator. Dann wird das schon. So, jetzt wollten wir Eisenstangen holen. Wie voll sind wir hier? Wir haben eine Menge Blödsinn dabei. Wir könnten die MAM nochmal befüllen. Die müsste mittlerweile durch sein. Jo. Ja. Paleo-Beere ist durch. Dass ich das nochmal machen muss, ist ganz schön scheiße. Da gibt mir eine Schnecke einfach flöten. Ja. Schön. Dann hau mal rein. Oh, das ging aber schnell. Das ging richtig schnell. Okay. Gelbe. Oder nochmal eine grüne. Was ist das? Nacktschnecken-Scan. Okay. Da brauchen wir ein bisschen Stuff. Machen wir da einfach mal. Forschung beginnen. Das dauert 2 Minuten. Okay. Gut. Schmeißen wir hier mal ein bisschen was raus. Wir haben genug Beeren. Dann können wir davon ein bisschen was wegschmeißen. Den Farbscheiß brauchen wir eigentlich auch gerade nicht. Das auch nicht. Und wir bräuchten mal ein paar mehr Kisten. Verdammte Scheiße. So, das brauchen wir auch nicht. Das kommt hier hin. Das kommt nach hinten. Kettensäge. Alien-Organe haben wir auch noch nirgendwo untergebracht. Haben wir hier, was ist das überhaupt? Eisenerz? Warum? Es kommt mal ein Container rein. Wenn wir schon dabei sind, Ordnung zu machen, machen wir es gleich richtig. Den Rest brauche ich tatsächlich irgendwie. Außer das hier. Den Biofuel brauchen wir auch. So, füllen wir hier einmal unsere Eisencontainer auf. Die dürften sich aufgrund der neuen Produktionsstrecken ja gerade ein bisschen füllen, leeren. Yep. So, wenn damit. Oh nee, das ist Kupfer. Das wäre ganz doof. Ach komm. Oh, hat er geschluckt, ne? Ne, hat er nicht geschluckt. Scheiße. Das ist doch kacke, ey. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder den Pisskupfer hier im Inventar. Na egal. So, der hat und der braucht. Ich glaube, wir brauchen kräftige... Ah, jetzt hier auch noch, ey. Leck mich doch. Dieses eine Stück Kupfer hier zwischen, ne? Wo ist es denn? Hier. Packen wir da hinten. So, hier steht tatsächlich. Warum steht das hier? Bist du voll? Nö, aber fast. Naja, gut.
Achso, weil der hier voll ist. Okay. Gut, so. Jetzt Eisenplatten. Das heißt, wir schieben das erstmal daher und dann machen wir hier Eisenplatten voll. Der kommt wieder zurück. Ah, 4 Stacks Eisenplatten. Das reicht erstmal völlig. Da oben packen wir das Beton hin. Den Beton hin. Dann... Die Schmelze ist natürlich knüppelvoll. Wie machen wir das? Dann wird das Kupfer einfach entsorgt. Hier, weg den Scheiß. Brauche ich nicht. Hier ist nochmal ein bisschen Eisenerz. Brauche ich auch nicht. So, hier hinter versteckte Eisenplatten, Kupferrohre, gut, brauchen wir nicht unbedingt, aber haben wir erstmal dabei. Die Rotoren packen wir hier hinten hin. Versteckte Eisenplatten auch. Warum ich die dabei habe, weiß ich nicht. So, aber jetzt wird er auch langsam Schub raus. Oh, sieht doch gut aus hier. So, holen wir gleich noch ein paar Kabel. Nee, das sind Rohre, hier sind Kabel. Ich habe doch Kabel gebaut. Wo sind die hin? Hier hinten sind die hin. Und das löppt auch. Sehr schön. Zack. 2 Stacks Kabel dazu. Das kommt hier wieder rein. Wie sieht es bei dir aus? Du bist auch fast voll. Ach, ja. Schön, wenn man nur loslaufen muss und den ganzen Scheiß einpacken kann. Was, ey, bist du bescheuert oder was? Hab ich hier jetzt 2 stehen? Oder ist da einfach hier querfeld eingewandert? Hier ist querfeld eingewandert. Na gut. Ja, gönn dir. Ist ja auch gemütlich bei mir, ne? Muss man doch mal sagen. So, dazu gibt's ordentlich Beton. Und dann können wir doch erstmal alles bauen, was wir wollen. Kupferdraht haben wir auch noch 200. Das reicht fürs Erste. So, hier steht alles. Warum? Alles voll? Alter, sind meine Container so voll geschissen? Muss ich ja hier bald erweitern, ne? Die laufen hier lang. Ist der voll? Warum läuft das denn nicht? Hier steht's. Bist du voll? Du bist voll. Und du nicht. Doch, du auch. Ja. Na gut. Aber Überschuss, ne? Können wir irgendwann mal erweitern. Das ist ja herrlich. So, weiter geht's. Zack. Und trotzdem, Leute, muss ich immer noch sagen, dieser Biotreibstoff-Scheiß geht mir irre auf den Puffer. Was ist das denn? Flutterfischer. So. Oh, dann sind wir ja wirklich fast da. Oh, da haben wir noch ein paar Bären, das ist ja auch schön. Zack. So. Machen wir mal bis... Na, passt das? Lässt er mich nicht? Das ist ja scheiße. Dann machen wir es so. So. Und dann gucken wir mal nochmal. Na, Stückchen verschätzt. Dann halt nur bis... Hier. Das wieder weg. Zack. Zack. Na, Boden zu steil. Aber ich glaube, wir kommen da bis hoch. Wir müssen nur ein bisschen laufen. Wir machen das mal. Wir gönnen uns den kleinen Trip. Damit wir uns hier nicht total zuscheißen. Komm, lass, hoch da. Ach komm schon, echt jetzt? Das ist dir zu viel? Ich meine, du kannst dir quasi im Flug sonst was veranstalten, aber das kriegst du nicht hin. Oh, da oben ist ja solche. Uah. Das könnte jetzt allerdings ein Problem werden. Komm, glitsch dich da hoch. Hochglitschen. Glitsch halt nicht, Assi. So. Okay, der Weg wird gerade länger als erwartet. Und gefährlicher als erwartet. Scheiße. Die Viecher sind echt scheiße. Ah, deswegen ist hier... Uah, fuck. Das war knapp. So. Förderband zu lang. Ach, komm schon. Oh, was ist das? Warum ist das so? Warum ist das so? Oh, fuck, 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 fuck. Ich brauche dringend was zu knuspern.
Oh. Gleich ist kritisch hier. Ich habe auch nichts mehr in der Hand. Scheiße. Nur aber schnell. Hau ab. Ja, das war nicht so wild. So. Na, oh, natürlich nehme ich das Falsche. Zack, den Sinosepper. Komm her. Dafür kriegst du ein paar. Assi, ey. So ein Stress wegen dem. Hätte doch nicht sein müssen. Mann, 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 Mann. Nix als Ärgermittel. Lokalen Bevölkerung. Oh, da gehen wir nicht so nah ran. Wo ist der andere? Na, das zeigt dich. Da ist er. So, Ruhe. Oh, da war ich fast wieder abgestürzt. So, jetzt bin ich da. Ich will das aber jetzt hier lang haben. So. Den Strom habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen, ne? Scheiße. So, jetzt führen wir das Ganze hier ran. Brauchen wir noch ein paar Kebelchen. Nicht gut. So. Fix dran vorbei. Zack. Das geht aber gar nicht hier, ne? Also. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Scheiß? Nee, 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 nee. Das fällt aus. Also. Ne? Mit ein bisschen habe ich ja kein Problem, aber das ist mir echt zu viel Glitch. So. Und so. Das sieht schon besser aus. So, Strom mitnehmen. Und dann kannst du auch schon hier runtergehen. Das geht sogar. Aber wir machen einmal so. Und so. Und ich nehme mit. Zack. Und dann gehen wir jetzt möglichst sauber hier rüber. Und so, dass das nicht im Weg ist. Zwei hoch. Damit wir gleich ein bisschen Platz haben hier drunter. So, und dann habe ich immer noch keine Ahnung, wo das Eisen herkommt. Aber. So. Wir gucken mal, ob das von hier aus geht. Ah, ein höher will ich. Komm. Und sauber runter. Sehr schön. Und dahin. So, dann gucken wir nochmal, wo wir jetzt gerade den Strom herkriegen. Ich glaube, den ziehen wir hier einfach raus. Zack. So. Und dann gehen wir einfach hier rüber. Dann sind wir. Hier müssten wir genau dazwischen sein, oder? Ja. Das passt. So, ich kann schon mal die Kuh. Nein. Einfach nein. Oha. So. Und nach da. So, damit kann ich leben. Denn hier müssen wir auch noch irgendwie Strom reinkriegen, ne? Macht ja Sinn. Zack. Aber dazwischen ist gar nicht so clever. Ich glaube, ich will das doch eher. Ach, scheiße. Nicht genug Freiraum, ja. Ich habe es mir fast gedacht. So geht's. Dann sollte ich vielleicht auch irgendwo hier eine Tür reinbauen. Ich glaube, das macht da auch Sinn. Nicht genug Freiraum. Okay. So. Kann ich von da aus hier rüber? Ja, sehr schön.
Aber hier können wir nicht mehr mittig drauf, aber das ist halb so wild. Wo gehen wir von da aus am besten hin? Gehen wir hier zwischen? Ja. So. Und dann hier auf die Mitte und dann passt das schon. So, du kriegst... Nee, du kriegst von dem und du kriegst von dem. Ihr lauft eh erstmal noch nicht. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Und eigentlich haben wir so viel Eisen. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Wenn ich nachher noch mehr fördere, wird das wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Ja, hier ist alles zugeschissen. Meine Güte. Ich glaube, wir nehmen das einfach von hier. Können wir das hier gleich mal schick machen, wenn wir eh schon dabei sind. Was? Geht doch. So, das machen wir auch gleich mal weg. Und das auch. Und dann setzen wir nämlich 1, 2, 3. Ja, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ach so. Ja, wir müssen eh hoch. Dann passt das ja. 1, 2. So, dann gebe ich... Nein, nicht so. Genau. Einmal da. Einmal da, einmal da, einmal da. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. So, dann kommen wir hier nämlich drunter durch. Und wir müssten hier noch einen Splitter hinsetzen können. Logistik, Förderband Splitter. Kriegen wir den hier rauf? Natürlich nicht. Den kriegen wir nur hier unten hin. Aber da bringt er mir gar nichts. Da bringt er mir überhaupt gar nichts. Dann machen wir das hier mit dem hier nochmal anders. Weg damit. Ja, wir machen das so. Da geht's rein, da geht's raus. Gut. So, jetzt habe ich hier zwar wieder keinen Durchgang, was ich... Ah, Moment. Haha, wir können ja hier jetzt einfach noch einen Splitter draufsetzen. Und da sogar noch einen. Perfekt. So wollte ich es haben. Zack. 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 Dann können wir nämlich hier nach oben. Und da nach da. Und können hier vernünftig durchlaufen. Wucht in Tüten. So, nicht genügend Freiraum wegen Strom. Das ändern wir gleich nochmal. So, dann 1, 2. Und 1, 2. So, hier ums Eck. Hier setzen wir auch nochmal einen hin. Der Form halber. Zack, 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 zack. So, jetzt kriegt der ganze Spaß noch Strom. Dich reißen wir nochmal ab. Und dafür gehen wir einmal nach hier. Ach, fuck. Und dann einmal hier hoch. Dann kommen wir bis zur Mitte. Das wäre irre geil. Kommen wir bis hier? Ne. Doch. Geiler Scheiß. Dann können wir uns nämlich dich auch sparen. Und irgendwie von dir direkt dahin. Tada. So. Dann haben wir hier tatsächlich Eisen. Demnächst wahrscheinlich dann auch Kohle. Und dann bekommen wir Stahl. Der Shit. In welchem Verhältnis brauchst du den ganzen Scheiß eigentlich? Chris, okay, 45 Stahlbahnen pro Minute. Schaffen wir dann. Weil 45 Eisenerz pro Minute kommen. Okay. Wir brauchen bessere Förderbänder. Das könnte definitiv helfen. Aber dafür brauchen wir grundsätzlich erstmal Stahl. Und... Ja, der kommt hier ja gerade erst.
Wir könnten theoretisch auch gleich nochmal so ein Stahlding hier neben setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das demnächst relativ wichtig wird. Ich glaube, wir machen das auch. Ne, was soll der Geiz? Ich meine, die wird wahrscheinlich Strom fressen wie Hulle hier. Zu teuer, was fehlt denn? Modulare Rahmen, die brauche ich doch mittlerweile auch. Die haben wir da auch noch fix. Daran soll es ja nur echt nicht mangeln. Und dann lasse ich die nämlich zusammen in einen Container fließen. Das sollte reichen. Das ist immer noch der Scheiß hier. Es ist so viel. Ich weiß nicht, was ich damit noch anfangen soll, aber gut. So, wir brauchen modulare Rahmen. Wo habe ich die denn? Hier hinten wahrscheinlich irgendwo. Bei meinen Manufaktoren, die guten Dinger. Das ist nix. Das ist auch nix. Und da haben wir die modularen Rahmen. Perfekt. Wir machen einen Stack voll. Und eigentlich müsste hier ja auch nochmal das Fließband dran, ne? Das machen wir fix. So nebenbei. Im Vorbeigehen quasi. So, einmal auf die Mitte. Gut, da sitzt er. Von da soll es kommen. Da kommt der Splitter. Also, klar, es ist total überflüssig, das hier mit dem Fließband zum Weltraumlift zu bewegen, aber ich finde das von der Sache her einfach cool. Ich mag das. Nö, ja, das ist mich. Also, fragt mich nicht. Ich finde Gedanken einfach cool. Das läuft auf Fließband. Uscht. Direkt da nach oben, ohne dass da einer was zutut. So. Was wollten wir jetzt holen? Modulare Rahmen. Haben wir auch gemacht. Super. So, dieser blöde Berg hier. Der nervt mich. Der könnte mir gleich ein bisschen im Weg sein. Wir gucken mal. Zack. Zack. Ja. 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 Wir müssen nicht weiter Scheiße bauen. Da eigentlich auch schon. Mist. Wir machen es einfach so, dass die zweite Produktionskette da dann weiterarbeitet. Ich glaube, damit kann ich leben. Dann habe ich da einmal eine einfache Stahlproduktion. Und daneben, da kommt man noch irgendwas weiter draus machen. Rezept auswählen. Genau, Stahlrohre. Das klingt doch sinnvoll. Stahlträger, Strategie, häufiges Bau von weiteren fortgeschrittenen. Ja. Dann mache ich einmal Stahlrohre und einmal Stahlträger. Ach ne, die brauchen ja beide. Ah, okay. Dann brauche ich sowieso zwei. Na denn. Noch ein Grund, mir hier noch eine Gießerei neben zu hämmern. Wo ist er denn? Gießerei. Zack, zack. Möglichst daneben. Ja. Das ist ja schon wieder meine Idee voll von Arsch, ne? Zack. Kommt das so dazwischen. Bis hier. Und du bist dann auch wurscht. So, so. Oh, hier ist schon alles angekommen. Das ist ja geil. So. Coolio. Geiler Scheiß. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Splitter. Wie machen wir das am dümmsten? Also das nochmal aufsplitten wir Blödsinn. Dann splitten wir lieber einmal da drüber. Das auch noch auf. So. Und so. So, wo haben wir sie? Logistik. Federmann Splitter. Zack. So und so. Und so und so. Dann. Sehr schön. Ein höher geht noch.
führen das Ganze hier rüber. Ey. Was ist denn hier los? Zack. So. Und dann haben wir links wieder... Ey, das ist ja auch scheiße, ne? Das ist ja richtig scheiße. Die müssen wir anders hinstellen. Das geht so nicht. Das sieht absolut beschissen aus sonst. Das reicht. Sehr schön. Produktion. Gießerei. Zack. Das passt. Aber das ist doch scheiße. Dann muss das doch nicht... Ah, ich bin mir unschlüssig. Ich bin immer unschlüssig. Das ist ganz ätzend. So. Will ich das so? Also ich habe auch das Gefühl, der eine steht... Nee, stehen beide gleich. Na ja, gut. Dann ist das so. Wände. Hier, Doppelwand. Zack. Da bauen wir wieder ein schönes, großes Tor rein. Nicht, dass wir es brauchen würden, aber es ist dann einfach da. So, von hier gehen wir daran und von hier gehen wir daran. Zack. Und dann brauchen wir noch einmal Kohle. Das können wir uns eigentlich direkt von da holen. Logistik, Förderbandsplitter. Das wird schon. So, dann die 4. 1, 2. Hier ran. Ach, das war doch Blödsinn. Ach, scheiße. Ich hasse es, wenn ich meinen eigenen Plan nicht verstehe, ey. So. 1, 2. Da drüben den Förderbandsplitter. Was war das jetzt? Zack, wo ist er denn? Ah, geht doch. Zack, zack. So. Dann passt das auch. 1, 2. 1, 2. Warum wird hier nicht angezeigt, dass das bündig ist? Naja, okay. Nehmen dem Spiel das nicht übel. Ich denke gerade, glaube ich, auch echt verquer. So. 1, 2. So, 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 so. Dann kommt unser eigenes Förderband von da. Und zwar von da oben sogar. Zack, zack. Bitte lass das gehen. Ah, schade. Ärgerlich, aber gut, müssen wir mit umgehen. So. Und so. Das geht, sehr schön. Und von da nach da und dann ist das auch fertig. Wunderbar. Dann kriegst du noch von hier Strom und hier brauchen wir nochmal einen Konstruktor. Da ist er. So, der steht genauso versetzt, aber nicht so rum. So. So, kriegt von hier Strom. Eng auf eng, meine Fresse. Ich glaube, das sparen wir hier einfach nochmal Platz. Haben wir so viel Platz im Inventar? Nö. Organisation, Lagercontainer. Zack. Oh, hatten wir wohl doch. So. Ein da. Da kommt eh kein Splitter mehr hin oder sowas. Und ein da. Zack, zack. Zack, zack.
Und du produzierst dann bitte Stahlrohre. Löppt, würde ich sagen. Das löppt. Alles irgendwie eng. So, was ist hier los? Achso. Du sollst Stahlbahn machen, Junge. So. Und dann haben wir sowohl Stahlbarren als auch Stahlrohre. Der Shit. Würde ich sagen, bauen wir hier gleich eine Halle drumherum, wa? So viel Zeit muss sein. Es können hier eigentlich flächendeckend diese blöden Wände einfach sein. Da würde ich einmal nur eine Tür bauen. Zack. Ja. Und hier bauen wir aus einem mir unerfindlichen Grund tatsächlich ein Tor hin. Und hier hinten machen wir auch nochmal ein Tor. Zack. Ich hoffe, dass ich hier niemals raus muss, weil sonst muss ich das alles nochmal umbauen. Ich befürchte aber, dass ich es werden muss. Aber gut. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. So. Du auch. Weg. Das nervt mich sonst unglaublich. Denn da kommt jetzt erstmal ein Fundament hin. Und dann bauen wir da einfach so eine verfickte Rampe rauf. So. Dann ist das nämlich einfach so. Was als Provisorium gedacht war, wird jetzt final. Manchmal ist das so. Wände. Und dann kommt hier nämlich ein Tor hin und da eine ganz einfache Wand. So. Na, wie weit komme ich nach hinten? Zack, 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 zack. Hoch die Hürde. Das löppt. Und dann haben wir hier wieder eine wunderschöne... Ich glaube, mein Stromverbrauch ist mit den Gießereien tatsächlich in die Höhe geschossen. Und ich glaube, ich denke tatsächlich mal wieder zu klein. Aber gut. Ne, das ist zwar wunderbar kompakt hier, aber irgendwie glaube ich, dass mir das irgendwann Probleme bereiten wird. Zack. Zack, zack, zack. Ich doch garantiert wieder, ja, Stahlplatten gehen langsam schon zur Neige. Zack, zack, zack. Zack. Und jetzt kommt da ein Dach drauf. 5. Batz, batz, batz. Wer weiß, was wir da nochmal draufsetzen. Wir werden sehen. So, so, so. Boah, jetzt ist mit Orientierung auch gerade vorbei. Ich weiß, keine Ahnung, hier bin ich hingelaufen. Gut. Nein, da fehlen mir echt wieder ein paar Säcke Zement. Scheiße. Warum ist hier eigentlich Ruhe? Warum läuft das hier nicht? Ach so. Ja. Natürlich. Wieder dieser beschissene Splitter. Warum geht das jetzt nicht? Förderband zu steil? Willst du mich rollen? Moment. Soll ein Daniel jetzt bitte... Ist da wohl ein Scherz oder was? Was ist denn daran zu steil? So, wo ging es vorhin? Vorhin ging es da hin. So. Zack. So, du nochmal weg. Da wieder ein Splitter hin. So bitte. Ach, setze ich den auch noch falsch. Meine Güte.
denn hier los? So. Weg damit. Förderband zu steil. Da ist gar nichts steil, du Affe. Machen wir halt so. So, so, so. Ehrlich? Das geht? Ich hinterfrag das nicht. Ich hinterfrag das einfach nicht. Jetzt ist da zu steil. Junge. Gut, auch das hinterfrage ich nicht. Weißt du, das war so schön hier. Was soll denn das? Ich hole jetzt erstmal ein bisschen Beton. Ey, manchmal frei mir echt, was hier los ist, ne? Hier ist das so viel Platz. Was mache ich mit dem ganzen Platz hier, ey? Drei, die Kohlekanne, Müll. So. Ich brauche mal diesen Schredder. Wenn ich den ganzen Müll mal reinschmeißen, der hier rumfliegt. So, langsam kein Zustand mehr. Wieso wächst hier eigentlich Unkraut durch? Ist damit euch nicht richtig. So. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Okay. Wieso endest du hier im Nix? So. Gut. Also manchmal frage ich mich echt, was dieses Spiel von mir will. Das ist jetzt wieder kein Problem oder was? Das ist so lächerlich. Einfach nur lächerlich. So, so, so. Platz geschaffen. So. Von da nach da. Jetzt sag mir nicht, das ist zu steil. Dann kriegst du ein paar Latz. So, und jetzt braucht irgendwie das Ding da hinten noch Strom. Zack. Na komm, schöne Ecke. Nee. Mit Sicherheit nicht. So, so. Nicht schön, aber selten. So. Jetzt können wir unser Dach auch fertig machen. Meine Güte. Das war jetzt nochmal eine schwere Geburt zum Ende hin. So, jetzt gucken wir nochmal. Das hat alles Strom hier. Kohle ist mittlerweile natürlich aus. Und kam natürlich auch nichts mehr nach, weil ich so clever war und die Kohlemine vom Stromnetz genommen hatte. Aber das hat sich jetzt auch wieder erledigt. Das heißt, wir kriegen jetzt den Stuff. Gut. Und wieder mal haben wir eine ganze Folge lang fast verpeilt, hier irgendwelche neuen Texte zu erforschen. Dumm, 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 dumm. So, was haben wir denn hier? Die will ich eigentlich gar nicht. Das will ich vielleicht schon, aber nicht jetzt. Das brauche ich jetzt auch nicht. Logistik Mark 3. Okay, da brauche ich erst Stahl für. Industrielle Container, geil. Cool. Hat zwei Ein- und Ausgänge für Förderbänder. Das ist ja richtig cool. Sowas will ich haben. Wenn er zwei Ein- und Ausgänge hat, warum ist da nur eine abgebildet? Das macht mich kirr. Aber gut, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Hier müssen wir noch... Inventory wäre ganz cool. Xenobasher. Hm. Hypertubes. Röhren für den Transport von Fixit-Mitarbeitern. Wie geil ist das denn? Sowas will ich haben. Das wäre hier richtig geil. Um hier mal schnell von A nach B zu kommen. Was ist das? Stahlbetonträger. Na, warum habe ich nur ein Gefühl, ich weiß, woraus ich die mache? Moment mal. Kann ich... Ach nee, brauche ich den Beton für, wa? Boah, das wird ja nochmal wieder interessant. Stahlbeton, Logo, brauche ich Beton für. Aber was mache ich denn jetzt? Da, Stahlbetonträger. Meiner Mark 2. Automatische Verkabelung?
Okay. Und schwere modularer Rahmen. Ich fange erstmal damit an, glaube ich. Ach, ich die Stahlrohre noch nicht. Ah. Alles gerade erst angefangen, so ein Scheiß. Dann machen wir. Ich habe keine Ahnung. Das hier. Das können wir jetzt fertig machen. Also nicht jetzt gleich, aber recht bald. So, renn damit. Füllen wir das Inventar wieder auf und dann geht das. Hi ho. Ich spreche nur mit der Kamera da. Ach so. Meine Frau hat gerade etwas verdutzt geguckt, mit wem ich denn hier reden würde, und hat den Goski erwartet und hat euch bekommen. Ah. Und war dezent enttäuscht. Ja. Ein Unding. Kann ja wohl nicht angehen. Nee, die kannst du nicht. Also kannst du schon, aber ist halt. Bringt halt nichts. Wird dir wahrscheinlich keine antworten. Obwohl, vielleicht doch. Was ist hier los? Achso, Stahlplatten. Das wieder nach hinten. Was? Wer prellt wen voll? Prell mal den Hund voll, der kann das gebrauchen. Alter, Prellbock. So, jetzt noch ein bisschen Beton und dann ist die Welt auch in Ordnung. Oh, ich habe schon 62 Stahlträger da. Warum? Ah, weil ich vorhin den Container abgerissen habe, genau. Ich wollte schon wieder verzweifelt sagen, ich hinterfrag's nicht, aber doch, alles cool. Oh, ich fehlt eine Menge Beton. Das ist ja unschön. Ach, die ganze Scheiß kommt hier gleich in diesen komischen Schredder rein. Oh, da leuchten immer mehr Generatoren rot. Da sollte ich bei Zeiten was gegen tun. Ich kann da sogar jetzt schon was gegen tun. Einmal voll. Zweimal voll. Einmal nicht ganz voll. So. Aber jetzt hält der Rest gleich wieder ein bisschen länger. Weil wahrscheinlich habe ich auch schon wieder kein Grünzeug mehr da, wa? Ne. Das heißt, wir müssen nachher wieder auf Grünzeugjagd gehen. Oder noch ein Kohlekraftwerk bauen. Was wahrscheinlich die schlauere Idee wäre. So, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Zack. Mach mal voll. Mach mal voll. Und dann schick hoch die Karre. Warum kann ich das nicht? Hallo? Achso, Beton fehlt noch ein bisschen. So. Und Feuer. Loop. Milestone unlocked. So, und jetzt holen wir uns hier Flüssigpumpenspeicher, LKW-Station. Ist auch geil, dass ich den einfach schon bauen kann. Also mir fehlt noch irgendwas, was auch immer es ist. Was ist das hier? Signalisator. Whatever. Beobachtungsturm. Sehr spezial. Ja. Awesome. Schredder. Gucken wir doch mal. Ist der groß? Auf jeden Fall kann ich den befüllen. Quasi automatisiert. Und das ist doch ein schöner Platz hier oben denn, oder? Könnte ich nachher auch die Stahlproduktion machen, aber nö. Der kommt schön groß hier hin. Oh, der ist breiter als ich dachte. Meine Güte. Der ist ja ganz schön breit. Hoppala. Zack. Ich glaube, dann kann ich hier schreddern. Kein Strom. Dann kann ich hier nicht schreddern. Vier, da. Zack. So. Punkte bis zum nächsten Coupon. Wir fangen mal hier mit dem Schrott an. Das kann ich da gar nicht reinmachen. Funktioniert denn das? Hallo? Und dann muss ich da einen Container vorspannen. Ich meine, da machen wir einen Container vor, ist jetzt nicht das Ding, ne? Organisation, Lagercontainer. Und dann gib ihm hart. Na, aber bitte mittig. So. Ich meine, daran soll es dann wirklich nicht scheitern. Ach, bitte. Ernsthaft? Ich kotze im Strahl, ey.
Na, muss er jetzt genau hin? Ach komm schon. So, da muss er nicht. Setz ihm mal zwei rüber. Und dann war das eins zu weit, natürlich. So, stimmt das jetzt? Jetzt stimmt das. Sehr schön. Haben die irgendwie einen neuen Anstrich bekommen? Die waren doch sonst grauer, oder nicht? Aber egal. So, Rinder, Rinder, Rinder. Brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir auch alles. Müssen wir das weiter haben. Und dann schreddert er. Ja, gönn dir. Eisen bringt halt nicht viel, aber drauf geschissen. Schmeißen wir den anderen Schrott auch gleich weg. Noch ein bisschen Kohle rum. Wird auch geschreddert. Alles in Schredder. Hauptsache weg den Scheiß. So, hier. Bevor das lange in der Gegend rumoxidiert. Zack. Hui. Ab in Schredder. Der jetzt sinnlos Strom verbraucht. Oh, der Schredder war schön schnell. Machen wir Rinder. Dililit. Gut. Da wird doch erstmal ein Schuh draus. Die machen wir auch noch weg. Die machen wir auch noch weg. Das machen wir da rauf, so weit wie möglich. Ich muss nämlich, brauche nämlich gerade mal ein bisschen Platz. Denn wir gehen jetzt gleich wieder Grünzeug holen. Ja, und noch mehr Schrott. Weg. Der Rest kommt hier in unser Kästchen und dann schnappen wir uns die Kettensäge und werden mal wieder ein bisschen aufräumen hier. Habe ich noch Sprit? Ich habe den ganzen Sprit weggegeben, ne? Ich bin ein Vollidiot, wie immer. Das können wir auch mitnehmen. Ich habe so einen Signalisator, wo ich den hier. Egal. Stahl rein, das rein, das rein. Brauche ich das alles nicht. Obwohl doch die Bären würde ich ganz gerne damit haben. Brauche ich gerade nicht. Das kommt gleich in Schredder. Das kommt da einmal rauf. Und dann reicht uns das erstmal an Grünzeug. So. Dann einmal mehr Schrottschredder. Kupfer bräune ich. Und dann würde ich sagen, zack. Zack. Haben wir keinen Treibstoff mehr. Düm, düm. So, das halbieren wir einmal. Das halbieren wir nochmal. Mit 46 soll ich doch ganz gut auskommen. Und jetzt gehen wir die auf die Nüsse. So, wo haben wir denn noch viel Grünzeug? Da haben wir schon ganz schön viel weggerockt. Wir gehen, glaube ich, heute mal in die Richtung. Da, wo wir die Viecher gerade abgeschlachtet haben. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier hinten. Ja, da steht noch hier, da hinten. Super Bäume. Da auch. Das macht die Kettensäge. Und zwar ratzfatz. Weg mit dir. Weiche dem Fortschritt. Keine Zeit, um hier lange rumzueiern. Zack, weg damit. Weg, 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 weg. Alles meins. Wir brauchen Kraftstoff. Und zwar nicht zu knapp. So, den auch weg. So. Kommen wir da rüber. Oh, da geht's tief runter. Meine Fresse. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und hoch. Und da haben wir das nächste Bäumchen. Kleinvieh ist vorbei hier. Ich glaube, ich habe da gerade schon wieder was gehört. Zack. Ja, da sind sie doch schon. Die Säcke. Na, lass, komm her. So, komm her. Du kriegst mal einen. Das war ja wohl gar nichts. So, aber Hände sahen. Hat sich das auch erledigt. So. Kennen Sie gehabt? Weg damit. Nehmen wir nochmal ein paar Nüsschen. Oh, da strahlt das grün. Ich glaube, das ist Uran. Für die Atomkraftwerke. Ist ja schön zu wissen, dass wir das bei uns in der Nähe haben. Zack. Zack. Müssen wir nicht langsam auch mal irgendwie Waffen kriegen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich
habe hier immer noch den gleichen Scheiß zur Selbstverteidigung, diesen blöden Pixel. Also irgendwas zum Schießen wäre schon mal geil, oder? Oh, was war das? Das klang komisch. Ich glaube, das war nicht gewollt. Irgendwelche Blütenscheiß. Okay. Nehmen wir. Nehmen wir mal ein paar Bärchen. Und einen schönen großen Baum. Das lohnt sich doch gleich. Na, aber. Kalkstein? Wollt ihr mich rollen? Was kriegen da Kalkstein? Kalksteinbäume. Na, ist ja der Shit. Ich bin auf der Suche nach Sprit und finde Kalksteinbäume. Ja, das war gab diesmal. Wie bisschen Holz. Zack. So. Oh, der ist aber schön groß. Ich glaube, der muss weg. Ja. Also dafür, dass das so ein Riesenteil ist, bringt er echt ganz schön wenig Holz. Zack. Und schick. Oh, das klingt unangenehm. Was war das? Ich hoffe, das war der. Ich geh davon einfach mal aus. Ich kann ihm ja hier die Beinchen durchsägen, das wäre doch auch eine Idee. Ja, damit. Oh, zack. Ah, drehen wir gleich nochmal ein Ründchen, ist doch auch schön. Ach komm. Geht doch. Also ich kick mir hier, das wirft mir gerade alles echt zu wenig Holz ab. Das nervt ja tierisch. Okay, hier haben wir nochmal Kupfer. Ruhe. Dass ich überhaupt noch mit diesem Biokraftstoff-Scheiß arbeite, ey. Das nervt mich noch viel mehr. Ich sollte einfach noch eine Kohlequelle erschließen, nochmal so einen Tank daran bauen und dann hätten wir genug Strom für die nächsten 10 Jahre. Naja, ganz so lange wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall ein Weilchen. So. Zack. Zack. Oh. Da habe ich was gehört. Da ist er. Daneben. Das war ja mal gar nichts. Und weg ist er. Shit im Schacht. Eckkeule. Und ein Schnäppchen. Ach, das ist das Giftschnäppchen, das wir von unserer Basis aus sehen, ne? Oder? Nee, da komme ich ran. Dann will ich das haben. Zack. Löppt. Und was ich jetzt gleich mal gucken werde, ist, ob ich tatsächlich zwei Produktionsketten quasi machen müsste. Ich bin ziemlich voll. Für Blätter und für Holz, wenn ich das automatisieren will, weil das wäre ja voll scheiße. Meine Fresse, das ist ja schon mal schick angewachsen da hinten, ne? Das sieht doch langsam nach was aus. Ruhe jetzt. Das gefällt mir. Aus der Ferne? Oh, das kriege ich was her. Zack. Hoch. Und zwar der Weg nach oben wäre langsam mal gut. Ich weiß nicht, dass der jetzt gerade was bringen würde, aber so generell. Eingang. Schwupp. Warum habe ich das so gebaut? Na egal. Warum ist das so? Ach. Mann, ey. So, jetzt gucken wir mal hier. Produktion, Rezept auswählen. Das sind echt zwei verschiedene Rezepte. Wie assi ist das denn, ey? Ich meine, da brauche ich doch beim Herstellen schon fast mehr Strom, als ich dann nachher rauskriege. Das ist doch bescheuert. Okay, das gleich per Hand machen. Ne? So. Jetzt brauchen wir erstmal nochmal wieder ein bisschen Platz. Damit wir den Stuff herstellen können. Hier ist natürlich kein Platz mehr. Warum sollte der auch hier sein? Wieso habe ich hier schon wieder Kalkstein? Ach ja, weil ich die von diesen blöden Bäumen bekommen habe.
aus einem mir völlig unersichtlichen Grund. So, zack, Platz. Aber ich sehe gerade, die Zeit ist tatsächlich rum. Ne, das heißt, ich werde das ohne euch hier fix mal umwandeln. Ich meine, das ist jetzt sowieso nicht das Aufregendste, was ich mir vorstellen kann. Von daher danke ich euch mal wieder fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben jetzt ordentlich Stahlproduktion angekurbelt in der Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen und würde dann sagen, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.